Wege deutscher Kaiser und Könige des Mittelalters im Harz. Die Heimburg, eine Burganlage. Die Gesamtausdehnung 150 mal 60 Meter. 1891 bis 94 hat der Blankenburger Baurat Heinrich Brinkmann Burgausgrabungen durchgeführt, hat zwei Toranlagen gefunden, ein äußeres und inneres Ringmauersystem, einen Brunnen, mindestens vier größere Gebäude und die Fundamente mehrerer Türme sind gefunden worden. Da sind der Ziegenkopf und die Kaiser-Wilhelm-Warte. Das ist der letzte Bewohner, der ist auch dahin geschmolzen. So, Treppe kann jeder. Ich gehe hier durch. Von dem kleinen Türmchen hat man natürlich einen wunderbaren Rundblick. Hier geht es Richtung Blankenburg 5 Kilometer, Teufelsmauer 6,5, Hexentanzplatz, Bad Soderode, Gernrode etwas weiter. Der Horstberg in einem Kilometer Entfernung. Anderthalb bis 10 Kilometer, Drecktal, Elbingerode, Nackenberg 2 Kilometer. Klobe, 2 Kilometer. Ach, hier ist wieder so ein Wanderstein. Ein harzer Stein, den man frohes neues Jahr, den man mitnehmen kann und woanders aussetzen kann. Wernigerode, 9 Kilometer. Ilsenburg, 16. Sielstedt, Minzleben, Riddersleben. Derenburg, Heudeberg, Großer Fallstein, 24 Kilometer, Braunschweig, 56, Hellbach, 1,6, naja, Ziegenkopf, 4,5 Kilometer, wahrscheinlich Bildmitte. So, jetzt. Langenstein, Halberstadt, Magdeburg, ach ja, Halberstadt sieht man schön. Der Hoppelberg, von hier kriege ich ihn besser. Der Hoppelberg, 6,5 Kilometer. Pfeifenkrug, Regenstein, ah ja, Westerhausen, Quedlinburg, 16 Kilometer. Regenstein, 3,5 Kilometer. Hier bin ich zu klein. Wird jetzt ein bisschen verwackelt, tut mir leid, aber dafür kriege ich sie jetzt auf. Da ist die Burgruine Regenstein. Ein Open-Air-Museum, ich weiß nicht, ob es Corona-bedingt geschlossen hat. Ansonsten ist das auf jeden Fall ein Ausflug wert. Also ich liebe ja Tingplätze und das ist unter Garantie einer. Und den werde ich jetzt durchschreiten.
Schon wieder dieses Ritual: an einem Baum eine Kerze, ein paar Steine, wie auf der Frau Hakerberg auf gleichnamigen Video zu sehen. Nee, Karmische Berge, glaube ich, nenne ich es. Nochmal ein Blick aus dem Kreise des Tinnplatzes zur Heimburgspitze.